Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer allerersten Folge von Ich bewerte eure Parks in Jurassic World Evolution 2 und den ersten Park, den wir uns heute gemeinsam angucken werden. Das ist der Park von Peter Sonil heißt auf Discord oder Daniel Uirano auf YouTube. Und das ist schon der erste Dinosaurier, oh wie cool. Einfach so mitten in der Wildnis. Schön freilebend am Eingangsbereich Brachios. Finde ich mega cool, die Idee. Brachios sind ja eh voll schön. Und die machen auch immer schöne Geräusche im Park, wenn man die hat. Das hier ist übrigens der Eingangsbereich. Da sind wir gerade angekommen. Das Ganze soll ich bei Nacht bewerten oder angucken. Und es gibt auch 4 Eier zu finden. Also solche kleinen Easter Eggs. Easter Eggs, das passt ganz gut. Wie die aussehen, werde ich euch dann zeigen. Er hat da auch einen Screenshot mitgeschickt. Also wir haben hier auch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, wir finden alle 4. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich werde den Park auch hochladen für euch. Das darf ich. Und es sind auch alle Dinosaurier und Gebäude benannt worden. Auch nach Discord und YouTube-Namen. Also vielleicht seid auch ihr hier in dem Park vertreten. Müsst ihr dann mal selber ausprobieren. Ach cool, der frisst da gerade. Ich will näher ran. Oh, das ist nice. Hier ist ein unsichtbarer Zaun vor. Ich gehe mal kurz durch, das müsste eigentlich gehen. Es ist so schön, mal das Spiel aus dieser Besucherperspektive zu sehen. Ist übrigens auch eine Mod. Man kann hier auch springen und sich bücken und sowas. Voll cool. Ah, wie cool das aussieht. Mega gut. Klingt dann auch noch ein Brachio. Finde ich echt eine tolle Idee, dass du die einfach so in der Wildnis platziert hast. So, wir gehen jetzt aber den ganz normalen Weg weiter. Auch wenn es echt schön ist, hier die Brachios zu beobachten. Könnte ich den ganzen Tag machen. Aber wir sprinten jetzt mal. Schneller kann ich leider nicht. Ist auch cool mit der Beleuchtung so. Es ist voll das coole Erlebnis, den Park mal aus dieser Sicht zu sehen. Werde aber auch ab und zu dann auf die andere Ansicht wechseln. Gerade bei so größeren Bausachen. Wie jetzt hier, was hier vorne kommt, diese Lagune. Da werde ich gleich auch mal von oben schauen. Hier rechts haben wir dann einen Schutzraum. Und dann hier die Lagune. Da ist bestimmt ein Moser drin. Aber das werden wir gleich noch gemeinsam herausfinden. Und dann kommen hier die ersten Besucherläden. Auch schön hier mit Tischen davor. Oh, wie cool die Soundkulisse hier ist. Und die Lichter, wie die aussehen. Hast du auch alle im gleichen Farbstil gemacht, aber alle ein bisschen unterschiedlich von der Gebäudegestaltung. So von der Dachdekoration und sowas. Finde ich mega interessant, das Spiel so zu sehen. Also das hier ist zum Beispiel so eine Sache, die müssen wir uns gleich unbedingt von oben angucken. Weil das sieht von oben viel beeindruckender aus, als von hier unten aus der Besucherperspektive. Werden wir auch gleich machen. Also ihr seht, hier sind noch einige Läden. Und auch noch viel Beleuchtung. Das ist echt cool. Du hast hier auch unterschiedliche Lichtfarben und sowas verwendet. Das sieht ziemlich nice aus. Und jetzt gucken wir nochmal von oben. Da seht ihr nochmal die Brachios. Und auch da hinten den Eingangsbereich, wo wir angekommen sind. Dann sind wir hier den Weg entlang gegangen. Und dann auf diesen coolen Hauptplatz. Schaut mal an, wie cool das von oben aussieht. Hat so ein bisschen Jurassic World Vibes. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen daran angelehnt. Mega cool hier mit der Lagune. Das Spiel ist wunderschön bei Nacht. Echt cool. Das ist wirklich krass. Ich finde es auch cool, wie viele Schirme und sowas du da platziert hast. Und da vorne geht es dann zum Jurassic Park San Diego Amphitheater. Richtig cool. Schade, dass man hier die Tore nicht öffnen kann, aber das ist ja alles nur Deko. Bevor wir jetzt aber hier hinten weitergehen, gehen wir nochmal hier entlang, Richtung Beobachtungsgalerien. Oh, da kommt gerade, glaube ich, der Moser. Ich pausiere mal kurz. Dann können wir das nämlich gleich sehen. Oh, wie
das Spiel geleckt hat. Aber voll cool. Jetzt kann man sogar noch das Ganze absenken. Da kamen wir ja genau richtig. Mega cool. Ich liebe das. Ist auch echt cool, dass man hier hoch und runter fahren kann mit diesen Galerien. Das sind übrigens 3 Galerien nebeneinander. Kann man ja auch so ein bisschen ineinander platzieren durch die Mods. Und nach diesem kurzen, coolen Abstecher geht es jetzt hier weiter. Wir biegen mal, glaube ich, erstmal links ab. Schauen wir, wo es dahin geht. Hier sind auch mehrere Eingangsbereiche. Können wir eigentlich mal kurz reingehen, ne? Und hier ist ein Indoraptor drin, wie cool. Der hat schon ganz schön viele Ziegen gefressen und jagt gerade schon die nächste. Los, hol sie dir, du schaffst es. Wenn er sie kriegt, dann müsst ihr das Video liken. Was macht denn der da? Okay, das wird wohl kein Like. Sieht schlecht aus. Du Versager. Mensch. Da will man einmal Likes bekommen und dann machst du sowas. Versuch das nochmal. Ich glaube, er versucht es nochmal. Komm schon. You can do it. Die Ziege ist einfach schneller. Was zur Hölle passiert hier? Nee, er schafft's nicht. Okay. Dann braucht ihr nicht liken. Kann man machen nichts. Oh, du hast das da vorne zugebaut, das Amphitheater. Oh, voll cool. Das sieht richtig gut aus. Also das kann man echt so zumachen. Ist natürlich schade, dass man die Felsen nicht noch höher machen kann, so wie da. Aber die Felsfarbe und so ist genau gleich und man kann das da auch schön ineinander bauen. Genau, jetzt frisst er da schon erlegte Beute, weil er versagt hat. Weiter geht's. Und dann kommen hier die ersten Toiletten. Oh, ganz schön weiter Weg, ne? Toiletten müssen am Eingangsbereich, Leute. Wichtig. Alles, was zählt. Okay, 2 Stück hast du gemacht. Und dann kommt hier vorne schon die erste Einschienenbahn. Wie cool. Ich glaube, damit werden wir auch ganz viel durch die Gegend düsen. Hier kann man auch nochmal rein. Oh, hier ist auch so Deko und so platziert. Da habe ich teilweise gar nicht drauf geachtet, weil du das so gut alles platziert hast, dass das alles wie in einem Guss wirkt. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier mal mit. Und los geht die wilde Fahrt. Da sehen wir jetzt nochmal das Amphitheater gleich. Was sind hier unten auch Dinos? Da ist der Indoraptor. Oh, da unten ist ein richtiger Canyon. Das ist auch irgendwie ein Gebäude. Gehen wir gleich auch noch hin. Mal schauen, wohin uns diese Strecke bringt. Oh, da links ist auch noch einiges. Oh, wir haben noch viel zu erkunden. Da bin ich echt gespannt. Hier kreuzen sich auch die Strecken. Oh, wie cool. Fährt hier über die andere rüber. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Die Lagune nochmal von oben. Und ist auch wieder viel Wald. Aber diese Fahrten sind einfach zu schnell. Man kann sich gar nicht in Ruhe umgucken. Haben die leider noch nicht verbessert, dass man da Zwischenstopps einbauen kann und sowas. Und dann sind wir hier im Hotelbereich angekommen, hinter der Lagune. Da gibt es dann auch einige Hotels, wo man einchecken kann und dann die Nacht verbringen kann. Oh, die sind auch voll schön beleuchtet. Und hier sind auch nochmal ein paar Stühle in der Mitte. Und auch nochmal ein Laden. Ich würde sagen, wir checken mal kurz ein und gucken uns mal die Ansicht an aus dem Hotel. Das hier sieht eigentlich ganz gut aus, das Äußere. Boah, geil, jetzt erstmal hier in den Pool chillen. Und dann die Ansicht genießen. Das ist echt cool. Stellt euch das mal vor, ihr seid hier schön im warmen Planschbecken und könnt dann da runterschauen zu dem Moser. Mega cool. Kann ihn leider gerade nicht sehen, weil er wahrscheinlich zu tief taucht. Aber diese Ansicht allein ist schon echt mega nice. Ich finde es auch cool, wie toll das alles beleuchtet ist. Ich weiß schon genau, warum ihr gesagt habt, ich soll bei Nacht... Oder warum du gesagt hast, ich soll bei Nacht den Park angucken. Richtig cool. Schauen uns den Bereich jetzt auch nochmal kurz von oben an, wo wir gerade in dieser Sicht sind. So sieht das Ganze aus mit den Hotels. Sehr, sehr schön. Hast du cool platziert auch die Hotels. Und als nächstes geht es dann hier bei diesem Amphitheater rechts lang. Das ist nämlich auch noch ein Weg, den wir nicht erkundet haben. Ich habe noch gar keins von den 4 Eiern gefunden. Die sind echt gut versteckt, glaube ich. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen genauer gucken.
Voll cool hier mit den Felsen. So ein kleiner Engpass, wo man durchgeht. Gehen wir mal weiter. Mal schauen, wo das hinführt. Ich hoffe, keine Sackgasse. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da ging es gleich runter, ne? Habe ich ja vorhin schon von da oben gesehen. Ja, genau. Hier geht es in diesen Canyon rein. Zu einer Jurassic Tour. Wie cool. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Oh, wie ich hier wackel mit der Kamera. Weil es hier runter geht. Na, fahren wir mal mit der Tour. Ich würde sagen, wir fahren aber selber. Dann können wir das ein bisschen kontrollieren. Wie schnell wir fahren und sowas. Oh, das ist ja mega cool hier gemacht. Auch mit der Bepflanzung. Sandstürme stellen nicht nur eine Gefahr für unsere Praxis am Boden dar, sondern machen auch das Fliegen mit Flugzeugen erheblich riskanter. Oh, hier sind auch Dinosaurier. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das sind Gallimimus. Wir haben da so einen kleinen... Ja, so eine kleine Pfütze, würde ich fast sagen, wo sie trinken können. Auch mal eine nice Idee, so eine Fahrt in so einem Canyon zu machen. Die Ansicht ist echt cool mit den Klippen links und rechts. Fahren wir hier schnell vorbei. Oh, und das war's schon. Okay, das war nur eine kurze Canyon-Fahrt in den nächsten Bereich anscheinend. Und dann geht's hier weiter mit diesem gruseligen Typen. Irgendwie ist der creepy. Der hat doch gerade mit sich selbst gesprochen. Komischer Typ. Der sitzt hier auch so creepy. Okay, ich will hier weg. Ist ja fast wie ein Horrorspiel. Aber auch wieder cool gemacht mit den Felsen. Richtig gut. Das ist echt spannend alles. Und hier geht's direkt in die nächste Tour. Oha. Okay, wir düsen hier echt viel rum. Bevor es losgeht, zeige ich euch das nochmal von oben, damit ihr es auch mal seht. Sieht auch echt interessant aus. Da sind wir gerade lang gedüst, da unten. Und dann einmal da rum und jetzt sind wir hier in der Station. Ist wirklich mal eine spannende Idee. Finde ich echt cool. Also die Fahrt war sehr, sehr nice da unten drin. Dadurch, dass links und rechts die Wände direkt so hoch gingen, sah das echt cool aus. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier in die Tour rein. Beziehungsweise wir können die auch einfach so abfliegen, würde ich sagen. Dann können wir auch mal in Ruhe uns anschauen. Vielleicht eine bessere Lösung, als immer mit dieser mega schnellen Tour zu fahren. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass das hier geht so. Dass man übereinander herfahren kann. Hast du sogar hier so mit Klippen eingebaut. Voll schön gemacht. Da hast du echt viel Mühe gegeben. Und dann geht's hier vorne weiter. Ich weiß gar nicht, ob hier Dinos unten sind. Doch, das sind wirklich Dinos. Jetzt können wir auch mal in Ruhe gucken. Sehr schön. Da kommt jetzt auch gerade der Zug. Oh, da ist ein Ei. Yay, das hätten wir sonst gar nicht gefunden. Das erste von 4 Eiern haben wir gefunden. Sogar mit Lampen markiert. Mega coole Idee, dass du sowas eingebaut hast. Weiß nicht, ob ich alle finden werde. Ich hoffe es aber. Und dann geht's hier vorne zu der Station. Da, wo der Zug gerade reinfährt. Und da sehe ich auch schon wieder die ersten freilebenden Dinos. Und creepige Menschen. Er redet mit sich selbst. Okay, ich will hier weg. Was sind das für Dinos? Ich glaube, das sind... alles Hadrosaurier. Mich nicht alles täuscht. Oh, hier fährt auch noch eine Tour lang. Okay, dann sehen wir das gleich eh noch. Dann brauche ich da jetzt nicht vorrennen, denke ich mal. Oh, es geht hier direkt in so ein Aviarium rein. Oh, wie cool. Das habe ich halt auch noch nicht gemacht. Dass man hier durchfährt. Oh, ich habe noch Mods installiert. Oh, das tut mir leid, Leute. Da ist jetzt ein Dinosaurier verändert, aber das macht ja nichts. Dann seht ihr mal einen anderen Dino. Es wäre normalerweise ein Dimorphodon. Jetzt ist es ein Archaeopteryx, der hier vor uns sitzt. Habe ich für meinen Shorts-Kanal
installiert und ausprobiert. Die Arche Opterix Mod. Ich muss mal kurz hier rausgehen. Kann ich euch die mal zeigen? Ach, die Kamera ist gerade richtig am Abspatten. Oh, die greifen gerade meinen Truck sogar an. Der ist doch cool, oder? Ja, wir gehen wieder in den Truck, bevor er weg ist. Natürlich ist er schon weg. Belasten. Kein Problem. Direkt einen neuen geholt. Da sind richtig viele Flugsaurier drin. Vielleicht hätte ich doch lieber die Tour so fahren sollen. Dann hätte ich mich besser umgucken können. Gerade so nach oben und sowas. Aber ich denke mal, wir werden hier gleich noch andere Ansichten sehen. Wirkt aber mega lebendig hier drin. Weil hier so schön viele verschiedene Flugsaurier sind. Kann man natürlich nur im Sandbox machen, weil die würden sich sonst, glaube ich, nicht vertragen. Oh, Tapijara oder Tapijara ist auch wunderschön. Toller Dino. Beziehungsweise toller Flugsaurier, nicht Dino. Oh, wie viele hier sind. Das ist ja mega krass. Lass uns auch gerade an Fische fangen. Voll cool. Fahren ja einmal auch komplett drumherum. Und dann geht's hier wieder raus. Und dann sind wir hier bei den Hadrosauriern. Direkt an der Parkgrenze. Und jetzt drei Edmontos. Ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr war. Oder nur Edmontos. Ah doch, das ist ein anderer. Das ist ein Iguanodon. Sieht man immer schön an den dicken Pranken, die der hat. Oh, interessanter Baum hier. Und ich glaube, dann geht's schon wieder zurück, da wo wir herkommen. War nur eine sehr kurze Tour. Ah, noch ein Iguanodon. Bitte mich nicht hauen. Danke. Ja, und das war's mit der Tour. Das hier ist nochmal das Aviarium von innen. Wie der Wind hier drin weht, voll unlogisch. Eigentlich müsste das Glas das doch abblocken. Bäume wackeln trotzdem. Wie viele Flugsaurier hier sind. Holy moly. Sieht aber cool aus, mit der dichten Bepflanzung und den schönen vielen Felsen hier. Landen die sogar da oben? Oh, die landen hier drauf. Oh, wie smart. Das kommt jetzt erst mit dem nächsten Update, dass die auf Felsen landen können, aber du hast diese Lampen und Dekoobjekte in den Felsen eingebaut. Und somit können die auch da oben landen, die Tierchen. Richtig coole Idee. Hier sieht man das ganz gut. Ist zwar nicht ganz perfekt platziert, aber die Idee ist mega super. Aber bald können wir es ja auch so machen, mit dem nächsten Update. Ja, gehen wir mal weiter. Hier vorne erwartet uns nämlich auch noch was. Sieht fast so aus, als wenn wir da jetzt nochmal einen Ausblick auf die Natur bekommen. Da hatten wir ja gerade auch schon die Gullies, waren es, glaube ich, gesehen. Oder waren es Gullies? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwelche kleinen Ornithomimus. Oh, die finde ich auch cool, diese Türme. Das sind die aus der Jurassic Park Ära. Finde ich optisch echt nice. Gehen wir mal in den mittleren rein. Und dann haben wir so eine tolle Ansicht hier über den Wald. Da hatten wir vorhin auch welche gesehen. Genau, da sind sie. Ja, ist auch cool, wenn man hier so die Natur beobachten kann. Da gibt es bestimmt auch noch mehr Saurier zu sehen. Aber die muss man erstmal finden. Und bis jetzt sehe ich nur die... Doch da! Da ist eine Humbalocephale gewesen. Hier vorne. Na cool. Also hier gibt es einiges zu entdecken, was ich wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habe. Schauen wir uns den Bereich jetzt auch nochmal von oben an, wo wir gerade dabei sind. Hier waren wir jetzt gerade. Cooles Aviarium war das. Aber ich glaube, jetzt müssten wir schon wieder zurückdüsen. Genau, jetzt müssten wir hier wieder zurück. Und dann hier wieder lang. Und dann ist hier der letzte Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Man muss immer sagen, es ist natürlich schöner, wenn man nicht immer diese Sackgassen hat und zurückgehen muss. Also wenn das wirklich ein Rundweg und sowas ist. Aber das ist halt planungstechnisch immer sehr schwer. Gerade auf diesen kleinen Karten. Oh, das wollte ich nicht. Das habe ich Nachtsicht angemacht. Aber das ist auch schön, dass man das mal gesehen hat. Voll cool, was diese Mod kann. Ich glaube, das ist ein sehr weiter Weg. Oh, wir sind da. Das war ein weiter Fußmarsch.
Und hier geht's zu der nächsten Jurassic Tour. Boah, die wird auch wieder cool. Du hast hier wirklich alles mit Felsen eingebaut, links und rechts. Boah, das sieht wieder so nice aus. Du hast dir echt viel Mühe gegeben. Ich finde es übrigens gut, dass das Spiel noch mega flüssig läuft, obwohl hier so viele Objekte platziert sind. Da hatte ich immer ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Boah, hier geht's richtig bergab. Auch gar nicht mehr Gas geben. Einfach rollen lassen. Und dann geht's hier rein. Da sehen wir dann auch schon die ersten Pentaceratopse. Wie cool. Hast ja auch wieder steile Klippen und sowas eingebaut. Ich glaube, die machen gerade Animation. Die Kamera ist wieder on point. Ich packe schon wieder ab. Ja, die haben sich gerade sozialisiert. Okay, ich versuche aber auf der Strecke zu bleiben, so gut wie es geht. Pentaceratops finde ich übrigens auch super interessant. Wanderdino. Erinnert mich immer so ein bisschen an ein Gnu. Von der Körperform. Oh, hier gibt es noch mehr. Das ist ein gemischtes Pflanzenfressergehege anscheinend. Ich darf nicht angegriffen werden. Das wäre nicht so cool. Hier haben wir auch noch Stegos. Oh, nice. Oh, wie viele das sind. Also mit Dinos hast du nicht gegeizt. Aber auch hier hast du es wieder in so einem Canyon quasi drin gebaut. Sieht echt spannend aus. Ich bin gleich mal gespannt, wie das von oben aussieht. Das sieht auch immer mega nice dann meistens aus. Oh, die Pflanzen sehen auch so cool aus, aber allgemein das Spiel ist ja auch so wunderschön. Es ist so einfach in Jurassic World Evolution 2 einen schönen Park zu bauen, finde ich. Einfach weil das Spiel so wunderschön aussieht. Und da geht's hier wieder hoch. Steil bergauf. Schafft das Auto aber zum Glück. Überholen wir mal. Und dann geht's, glaube ich, schon zum Ende der Tour. Ah, hier ist ein Ei. Ei Nummer 2 von 4. Habe ich zum Glück gerade noch gesehen. Und so sieht das Ganze von oben aus. Da hast du dir echt viel Mühe gegeben. Voll cool mit diesen ganzen Felsen. Echt schön gemacht. Da steht noch mein Truck. Ja, und hier sind wir dann gerade runtergefahren. In den Canyon. Crazy, wie das aussieht. Eine schöne Oase da in der Mitte. Du hattest wahrscheinlich geplant, alles mit den Felsen abzustecken, auch noch da hinten. Gehe ich von aus. Aber dann hattest du wahrscheinlich keinen Bock mehr. Kann ich auch nachvollziehen. Da hätte ich mir auch vorstellen können, hättest du alles so gemacht, wie hier im Eingangsbereich. Dann wäre es wahrscheinlich FPS-technisch ein bisschen doof geworden, weil das wäre echt viel Arbeit gewesen. War aber so jetzt auch nicht schlecht. Fand ich ganz cool. Ich finde, es reicht auch immer, wenn man solche Klippen baut und dann ab und zu so ein paar Felsen einbaut, so wie du es hier auch gemacht hast. Reicht meistens völlig aus. Ich zoome jetzt aber nochmal raus. Ich will nochmal den ganzen Park von oben sehen. Hier ist die Lagune. Das Amphitheater. Dann waren wir da hinten auch schon. Wirklich sehr beeindruckend. Ein sehr, sehr cooler erster Park von dir, Peter Sonil. Vielen, vielen Dank. Desert Adventure Park war's. Könnt ihr auch runterladen. Müsst ihr aber auch die Mods installieren, damit der vernünftig funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt gerade überlegt, ob ich noch auf Eisuche gehe. Aber dann dachte ich mir so, das könnt ihr auch machen. Und dann schreibt ihr in die Kommentare, wo die letzten zwei Eier sind. Ich habe mich stattdessen einfach hier mal in den Pool gechillt. Genieße jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht von diesem tollen Hotel. Vielen, vielen Dank, Peter Sonil, für diesen coolen Park. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst es mich mit einem Like wissen. Falls ihr auch einen Park habt und den gerne einschicken wollt, dann schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.